willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Freitag, 34. bei Wormatia Worms. Diesmal mit neuem Trainer. Willkommen, Jürgen Lumia. Ja, dann erzähl doch mal von deinen ersten Eindrücken, deinen ersten Tagen mit der Mannschaft. Ja, der erste Eindruck ist eigentlich positiv von der Mannschaft. Ja, auch was man jetzt im Training gesehen hat, ja, sie sind voll mit dabei, konzentriert. Und also das ist überaus positiv. Natürlich bestand die ersten Tage jetzt viel mit Gesprächen, mit Einzelgesprächen mit den Spielern, um einfach herauszufinden, ja, wie man da jetzt rauskommen kann und auch irgendwo den Glauben wieder zurückbringen den Spielern und das Selbstvertrauen, was man einfach die nächsten Wochen brauchen. Und ja, das war jetzt eigentlich die erste Hauptaufgabe, die ersten Tage. Es gab gestern schon ein Benefizspiel. Sie haben nur gewonnen gegen eine Saarland-Auswahl. Welche Erkenntnisse konntest du daraus ziehen? Es war ja bestimmt schon mal gut, die Jungs in Spielsituationen zu sehen. Ja, natürlich, weil es ganz gut, klar ist der Zeitpunkt jetzt von bis zum Freitag ein bisschen eng gewesen. Aber so, glaube ich, war es für mich und für die Mannschaft auch mal ganz, ganz gut, einfach ein Spiel zu sehen. Ich konnte schon ein paar Sachen anmerken, was mir aufgefallen ist. Und von dem her, glaube ich, war das gar nicht so verkehrt letztes Spiel. Jetzt geht es am Freitag nach Worms, das ist bestimmt ein anderes Kaliber. Wie gehen wir das Spiel an? Ja, natürlich, ich habe Worms gegen Kaiserslautern 2 jetzt gesehen. Haben eine sehr gute Mannschaft, muss ich sagen. Ja, gute Mischung, auch erfahrene Spieler drin. Spielerisch sehr gute Mannschaft. Ja, und treten sehr selbstbewusst auf. Also, es wird schon eine schwere Aufgabe werden dort. Aber ja. Ich glaube, wir haben genauso eine Qualität in der Mannschaft wie Worms und wir müssen das als Mannschaft auch auf den Platz bringen. Da bin ich mir sicher, dass wir da auch was Zählbares mitbringen. Vielen Dank. Eure Fragen? Es gab in der vergangenen Woche 3 Spieler, die, ich sage jetzt einfach mal, nicht berücksichtigt wurden für den Kader. Wie ist im Moment aktuell die personelle Situation? Bleibt das dabei? Sind die wieder dabei? Wie sieht das aus? Nein, die Spieler sind jetzt wieder mit dabei, ja, sind ganz normal mittrainiert. Ich habe den Spielern auch gesagt, irgendwo geht es jetzt von Neuem los, ja, von Null los für jeden. Ich gucke mir das jetzt diese Woche an, nächste Woche, und dann werden wir eventuell noch Schlüsse ziehen, falls man welche ziehen muss, ja, wie sich die einzelnen Spieler präsentieren. Ja, momentan kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Und also die Spieler sind erstmal wieder dabei. Gibt es Veränderungen in der Aufstellung? Kann sein. Müssen wir abwarten jetzt, ja. Dann müssen wir jetzt mal morgen die Trainingseinheit noch gucken und ja, dann werden wir sehen, wie wir die Mannschaft aufstellen. Der eine oder andere hat gestern nicht gespielt, wie Shadli Amri und der Christian Lentsch. Was war mit denen? Shadli Amri hat gespielt, erste Halbzeit. Ah, das habe ich gesehen, ja. Der Lentsch hat nicht gespielt. Wer war der zweite? Christian Lentsch. Christian Lentsch, der war krank, ja. Ah. Der hat gegriffen, also Benehmen ist fraglich, der war aber zwar heute wieder dabei. Genauso wie Marquier, der ist ja auch verletzt, bei dem wird es definitiv sein, dass er nicht dabei ist. Bei Kai Herings, der war gestern auch nicht dabei, der hat ein bisschen Nacken-Rückenprobleme. Ja, das ist auch noch ein Fragezeichen. Also da müssen wir gucken, was mit den Spielern bis Freitag noch hinbekommen. In der Vergangenheit war eines der größten Probleme die Chancenverwertung. Es wurden sehr viele Chancen kreiert, aber auch wahnsinnig viele liegen lassen. Kann man da überhaupt als Trainer rangehen an so ein Problem und wenn ja, wie? Ja, natürlich kann man da dran gehen an so ein Problem. Ja, auf dem täglichen Trainingsplatz arbeiten und täglich dran arbeiten, aber ich sehe das ein bisschen differenzierter. Es ist nicht nur, dass man dann die Tore nicht macht. Vorrangig muss man gucken, dass man wenig bekommt, wenig Tore. Ja. Und das sieht man am Torverhältnis, dass die Mannschaft einfach in den letzten Wochen zu viele Tore bekommen hat. Ja. Und das ist auch ein wichtiger Hebel, wo man einfach ansetzen muss. Ja. Ich kann auch mal ein Spiel vielleicht zu Null spielen. Oder vielleicht, wenn es zu Null steht, bis zur 80. Minute noch ein 1-0 machen. Aber wenn ich natürlich einer gewissen Zeit schon immer meine Gegentore habe, dann wird es immer schwieriger. Ja. Und auch wenn ich dann ein Spiel machen muss, deswegen sehe ich das nicht nur in der Offensive, sondern generell auch in der Defensive, dass wir da gucken müssen. Und wie wir wissen, geht die Defensive vorne los. Also damit meine ich jetzt nicht nur Abwehrspieler, sondern von vorne weg, dass wir gut defensiv arbeiten müssen, um den Grundstein zu legen. Ja, und ich denke, mit der Chancenauswertung ist so, das ist ein Stück Selbstbewusstsein auch, Selbstvertrauen. Man weiß selbst, wenn dann das erste Tor gefallen ist,
dass man dann manchmal ganz anders aufspielt oder dann plötzlich die Tore wieder einfacher gehen, in Anführungsstrichen. Von dem her kann man das natürlich am Trainingsplatz üben, aber das Spiel wird immer anders sein. Ein anderer Diskussionspunkt war häufig die Fitness bzw. die angeblich ungenügende Fitness für die Schlussphase. Wie haben Sie die Mannschaft vorgefunden? Können Sie das so bestätigen oder wie? Nee, kann ich nicht bestätigen. Also die Mannschaft ist fit. Ja, also ich sehe da keine konditionellen Defizite oder sonst irgendwas. Ich sehe die Mannschaft in einem guten Zustand. Ja, auch so innerhalb der Truppe stimmt es. Also von dem her kann ich das jetzt nicht irgendwie nachvollziehen oder sagen, dass die Mannschaft jetzt nicht fit wäre oder sonst. Können Sie sagen, wer im Tor steht? Weil die Sperre von Jakusch ist selbst dann abgelaufen. Bader hat aber nicht schlecht gehalten in den letzten Wochen. Also ich kann sagen, dass man Torwart stellen wird. Aber wen kann ich noch nicht sagen. Da bin ich ehrlich. Also ist bei Ihnen ein offenes Rennen dann bei Ihnen zwischen Bader und Jakusch? Ja, ist momentan ein offenes Rennen. Klar, wie gesagt, Bader hat das jetzt die letzten Spiele gut gemacht. Ja, ich kann jetzt beide nur jetzt vom Training beurteilen. Ja, machen sie beide einen ordentlichen, guten Eindruck. Von dem her wird es so eine gewisse Bauchentscheidung werden, wer da jetzt im Tor stehen wird. Deswegen kann ich es wirklich heute noch nicht sagen. Haben Sie im Rest der Saison jetzt noch so viel Zeit, um der Mannschaft noch eine neue Handschrift zu geben? Um irgendetwas taktisch oder sagen wir mal vom ganzen Auftreten her vollkommen umzukrempeln? Oder ist das jetzt nicht vorrangig, das Ziel? Also vorrangig ist wieder ihr Glauben und den Selbstbewusstsein zurückzuholen. Dass sie Fußball spielen können, haben sie ja schon gezeigt. Ja, das ist ja nicht so, dass sie jetzt von heute auf morgen das Fußballspielen vielleicht verlernt haben. Und deswegen ist es wichtig, einfach das mentale Seite einfach, dass sie an sich glauben, ja, nicht aufgeben, über 90 oder 95 Minuten spielen. Ja, und das ist jetzt vorrangig Ziel. Natürlich kann man kleine taktische Veränderungen machen, ja, vielleicht bringen die dann auch was, aber Fundament ist einfach, dass die Mannschaft und die Spieler wieder an sich glauben. Passt die Mannschaft in den Abstiegskampf von den Türken? Das kann man sich nicht aussuchen, ja, ob man passt oder nicht was. Ich glaube, wir haben viele gute Spieler in der Mannschaft, ja, wir haben eine gute Mischung in der Mannschaft von Kämpfern, von technisch guten Spielern. Also ich denke mal, die Mischung stimmt und da muss man sich dann auch als guter Spieler, sage ich mal, auch einstellen können drauf, wenn wir in den Abstiegskampf kommen, dass man das dann anguckt. Gibt es weitere Fragen? Jetzt könnten wir wieder. Mit deinem Vorgänger schon telefoniert? Nein, noch nicht. Ich lasse ihn noch in Ruhe. Gut, dann bedanke ich mich bei euch allen und dann ja, sehen wir uns wahrscheinlich alle am Freitag in Worms.